Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Blue Dragon. Wir haben hier im letzten Part das Dorf Talta genauer unter die Lupe genommen und werden das Dorf jetzt verlassen, nachdem wir von unserem Opa Fushira einen Brief gefunden haben, in dem er uns mitgeteilt hat, dass die Dorfbewohner vor dem Landhai geflüchtet sind und auf dem Weg nach Gibral sind. Und wir haben uns in der letzten Folge auch so ein bisschen ausgetauscht über Mittel und Wege, Gibral möglichst schnell zu erreichen. Ich habe gerade gar keinen blassen Schimmer, wo wir hier die Stadt verlassen. Gerade irgendwie so ein bisschen Knick in der Optik. Wow! Da laufe ich hier fast in das Skelett rein. Aber ich glaube, hier war der Ausgang gewesen. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber Giro hatte uns von irgendeiner ich sag mal, gefährlichen Abkürzung berichtet über irgendwie die Höhle der Wandmalereien oder irgendwie sowas. Und ich habe jetzt keinen blassen Schimmer, wo wir jetzt hin müssen, also in welche Richtung. Ich muss mal eben gucken, sind wir von hier damals gekommen? Wir sind vom Höhlengebirge damals. Okay, wo führt uns das hin? Das Cliff muss eingestürzt sein. Hier kommen wir wohl nicht durch. Es ist sowieso ein Umweg. Gehen wir durch das Tal der Wandbilder? Ja, genau, das meinte ich. Darauf wollte ich hinaus. Also hier gibt es offensichtlich erstmal nichts zu holen, denn ich hatte ja gemutmaßt. Ich wusste ja, dass wir hier nochmal zurück auf diese Weltkarte müssen, aber ich hatte, nee, die kennen wir schon. Ich hatte ja vermutet, dass, wow, hier ist ja richtig Heidi-Tighty-Action. Hallo, kannst du mal aufhören, nach mir zu hauen? Das finde ich gerade nicht sehr nett. Ja, ich wollte nämlich gucken, ob wir vielleicht noch alternativ irgendwelche Wege haben, die ich womöglich noch nicht kenne. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich glaube, hier wollte ich noch nicht rein, aber gucken wir mal. Ja, Tal der Wandbilder, Westen. Hier werden wir uns gleich nochmal umgucken. Ich möchte nur gucken, ob wir da draußen in der großen, weiten Welt noch vielleicht irgendwo eine Schatztruhe oder irgendwas mitnehmen können, was uns hier vielleicht unseren Weg erleichtert. Das ist ein neuer Gegner. Schlangengesicht. Hat so ein bisschen für mich Medusencharakter, wenn ich so dran denke, was ich so mit diesen Viechern assoziieren würde. Ich weiß gar nicht, haben wir die schon mal bekämpft? Also diese dicken Krabben da im Hintergrund, die haben wir auf jeden Fall schon mal als Feind gehabt, nämlich kurz bevor wir in Talta angekommen sind. Aber ob wir hier diese Schlangenviecher schon mal hatten, ich weiß ja nicht. Ah, guck mal, die sehen voll witzig aus, weil so auf der Unterseite haben die noch so ein zweites Gesicht. Also seht ihr, was ich meine? Sieht irgendwie ein bisschen gruselig aus, aber trotzdem irgendwie auch witzig. So, was machen wir denn jetzt mit Klug? Ich würde ja eher dazu tendieren, dass sie die hintere Reihe mal angreift. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, ob Wasser jetzt hier überhaupt irgendwie effizient ist gegen die. Ach Mist, jetzt fällt es mir wieder wie Schuppen von den Augen, weil genau den gleichen Fehler, den habe ich schon mal gemacht, nämlich ganz am Anfang. Habe ich mir nämlich genau die gleiche Frage gestellt, ja. Ja, das war irgendwie gerade ein bisschen sehr blöd, aber okay, jetzt weiß ich halt Bescheid. Erde war, glaube ich, das, was so gut gegen diese Gegner war, ne? Ich glaube jetzt, ja, jetzt macht es wieder Klick. Zwar ein bisschen zu spät, aber was soll's. Wir haben es ja trotzdem geschafft, ohne dass sie uns ganz elementaren Schaden zugefügt haben. Und ja, soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich bin auf jeden Fall froh. Wir haben ja gerade eben die Höhle schon mal ganz kurz begutachten können. Ich bin... Hallo? Wie der genau an dem Punkt wieder rauskommt, dieser Skorpion, wo gerade sein Kumpel draufgegangen ist, ja. Und hier haben wir immerhin eine Truhe, also so ganz umsonst ist das nicht gewesen. Guck mal, da haben wir voll die Erstlingskackschlangen, glaube ich. Also so von der Optik her sehen die aus wie die allerersten. So, wir werden uns jetzt hier aber erstmal anschauen, was wir mit der Feuer... War doch die Feuerhalskette, ja. Yep. Wow, okay. Obwohl er die Zauberkristallhalskette hat, die, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, verbessert sich trotzdem alles. Alles ist voll die Defensivkette. Also, ich glaube, alle Ketten sind irgendwie defensiv ausgerichtet, aber ja. Das ist mir auch schon wieder etwas zu spät eingefallen. Nee, ich würde mal sagen, ich dachte, die Zauberkristallhalskette wäre irgendwie total gut, aber die ist im Vergleich zu den Ketten, die die anderen im Moment tragen, dann doch eher verhältnismäßig schlecht. Deswegen machen wir das erstmal so, dass Schuh das mitnimmt. So, und hier wird, glaube ich, die Höhle gewesen sein, von der wir damals
rausgekommen sind, schätze ich mal ganz stark. Ja. Oh, die war irgendwie so schön. Also die fand ich, also es war bisher irgendwie mein Lieblingsdungeon. So, muss ich mal so resümierend anmerken. Und ja, da muss ich jetzt hier nach rechts weiter, aber ich glaube, da sind wir hier auch schon einmal die Reihe rum. Ach, guck mal, der sieht irgendwie anders aus als die andere Schlange, oder? Schlangenkönigin. Okay, können wir sie vielleicht mit irgendeinem anderen kombinieren? Ja, das kommt. Ah, das passt mir gerade sehr gut. Die werden sich wahrscheinlich nicht bekriegen, so wegen Verhältnis Königin-Untertan. Aber guck mal, die Königin, die hat. Ach, jetzt sieht man das nicht mehr. Wenn die gleich wieder kommt, müsst ihr mal drauf achten. Die hat auch so ein komisches Gesicht auf ihrem Torso. Das ist irgendwie. Ja, total witzig. So. Ja, ich würde mal sagen, großartig Taktiken brauche ich hier nicht. Außer genau, wenn Klug rankommt, dann werde ich das hier mal mit einem Erdzauber probieren. Und hoffen, dass wir diesen ganzen. Nein! Wow, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir die jetzt hier komplett. Ach, guck mal! Die Krebse da hinten, die sind irgendwie voll auf dem. Die haben sich voll umgedreht, ja. Ich habe heute gerade, passt gerade ganz gut zum Thema. Ich wollte nämlich sagen, dass ich heute total die Wortfindungsstörung habe, weil ich noch nicht so lange wach bin. Und guck mal, da haben wir die Königin auch. Die erkennt man jetzt hier ganz gut. Ja, ich bin noch nicht so lange wach. Ich habe normalerweise Blue Dragon Sessions immer abends abgehalten. Und vormittags eher andere Spiele aufgenommen, aber momentan habe ich irgendwie eher Bock auf dieses Spiel und deswegen ja, sitze ich jetzt hier dran. Ich muss mich halt erstmal irgendwie so ein bisschen warm reden und mal gucken, wie das jetzt hier so alles funktioniert. Und ich habe auch keinen blassen Schimmer mehr, wie schwer dieser Dungeon war, den wir jetzt demnächst aufsuchen werden und wie lang der war und ob wir da einen Boss haben und überhaupt. Das Schöne an diesem Let's Play ist ja, dass ich jetzt hier so ein Aha-Effekt nach dem anderen mitnehme. Ne? Also in anderen Projekten da ist das teilweise ähnlich, aber hier habe ich irgendwie kaum an irgendwas noch Erinnerung. Ich konnte mich auch an den Toripo, an den konnte ich mich irgendwie kaum erinnern. Da bin ich heute immer noch ein bisschen erschrocken. Aber das kommt alles nach und nach. Das ist auf jeden Fall schon wieder so ein Spiel, was ich zumindest als halbblind theoretisch verkaufen könnte und damit nicht mal lügen würde. So, wo führt uns das jetzt hin? Okay, jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen. Ach so, nee, hier sind wir schon an dieser. Hä, aber hatten wir nicht vorhin einen anderen Eingang? Wartet mal, ich will mal eben ganz kurz gucken. Das sieht auch aus wie das Tal der Wandbilder. So alte Ruinen. Okay, die Musik, die ist hier irgendwie sehr verstörend. Die ist irgendwie ganz komisch. Aber wir sind hier schon mal gewesen. Das ist nämlich die Höhle, wo wir das allererste Mal dem Landhai begegnet sind. Also, wo wir mit dem zusammen hier abgestürzt sind. Die Landschaft hier sieht ganz anders aus als früher. Alles wegen des Landhais, dieser verfluchte Nene. Hihi, riecht ihr das auch? Hä, vielleicht? Da riecht etwas, was das wohl ist. Oh, vielleicht bist du das, Giro, überleg mal. Nein, keine Giro-Disse hier, bitte. Tja, seht ihr da hinten, da sind wir nämlich schon mal gewesen, aber durch diese Barriere werden wir jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht durchkommen. Weil das klang gerade so, als die Kids irgendwie davon erzählt haben, dass wir uns das mal angucken sollen, dass da irgendwas müffelt. Da. Was ist das? Da dachte ich gerade ganz kurz, dass wir jetzt hier vielleicht doch irgendwo durchkommen. Aber sieh mal einer an, wie wir selbst hier irgendwelche Medaillen finden. Das ist ja ein Ding. Sollte ich hier vielleicht mal gucken. Sieht aus wie eine Art Schalter, ist aber kaputt und nicht zu gebrauchen. Schade eigentlich. Vielleicht können wir den irgendwie reaktivieren. Das hat hier nämlich für mich so ein bisschen Türcharakter, dieses Teil hier. Also, das sieht so ein bisschen eingangsmäßig aus halt. Aber gut, mehr können wir jetzt hier erstmal nicht machen. Das ist auf jeden Fall sehr ominös hier alles, muss ich schon mal sagen. Aber okay, spätestens wenn wir irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, diese blauen Wände einzureißen, werden wir über den Weg wahrscheinlich eine ganz gute Abkürzung in diese Höhle finden können. Aber ich habe schon kurz an meinem Verstand gezweifelt, weil mir war das nicht so in Erinnerung geblieben, dass dieser Eingang ins Tal der Wandbilder da so weitläufig war im Vorfeld. So, wartet mal, vielleicht sollte ich ja auch in der Mitte mal ein bisschen gucken. Aber ich glaube, hier mittig war nichts. Da oben ist aber noch eine Truhe. Und ich glaube danach, wow, ich glaube danach sind wir dann hier wirklich komplett durch. Ach Mann, ey.
Na gut, dann machen wir die jetzt eben schnell. Eigentlich wollte ich jetzt alle drei nochmal in einen Kampf verwickeln und euch dann rausschneiden. Oh, Baby macht die Peitsche der Liebe auf ihre... okay. Ich sag dazu nichts, habt ihr gerade gesehen, was passiert ist. Peitsche der Liebe auf so eine kleine Minischlange und ihre Kraft erhöht sich, was auch immer diese Peitsche der Liebe ja in den Köpfen oder an der Physis dieser anderen Schlangen bewirkt. Auf jeden Fall scheint denen das sehr gut zu tun. So, ich werde jetzt hier mal... Die müssen noch gegen irgendwas, müssen die doch empfindlich sein, oder? Kann ich? Nee. Nee, ich glaube, dann bleibe ich erstmal bei Erde. Obwohl, wartet mal. Ach nee, Wind probiere ich gar nicht erst. Wind ist immer so eine blöde Timing-Geschichte. Das traue ich mir gerade irgendwie nicht zu. Dafür bin ich im Moment irgendwie zu unkonzentriert. Wir probieren das so und kriegen das hin. Dank unserem Mega-Helden Giro haben wir ja hier überhaupt nichts zu befürchten. Nee, das wird schon irgendwie alles. Nee, aber irgendwie finde ich ja die Königin nicht so schön wie die anderen Schlangen. Die anderen finde ich irgendwie hübscher. Obwohl man eigentlich davon ausgehen sollte, dass das eher andersrum sein sollte. Aber ja, hätte, sollte, könnte, müsste, ne? Konjunktive for the win. Ich erwähne die ja nicht umsonst. So, wartet mal, die drei, die nehme ich mir jetzt hier mal eben schnell. Joa, das war ohne große Schwierigkeiten machbar. Und ich wollte jetzt einfach die ganze Erfahrung noch einmal mitnehmen. Weil ich ja ansonsten, außer bei dem, was ihr jetzt hier mit zu Gesicht bekommt während der Aufnahme, mache ich ja kein Offscreen-Training oder so. Also nicht, dass das jetzt irgendwie mega notwendig wäre, weil das Spiel bisher so unglaublich schwer war. Aber, oh, Teil des ewigen Antriebs. Okay, wir hatten schon mal so ein ähnliches Teil irgendwann mal gefunden. Ich weiß irgendwie... trotzdem nicht mehr, was das bewirkte. Auf jeden Fall war das... Ich hatte damals noch gemutmaßt, dass das irgendwie zu den Wertsachen mit dazugehört. Aber das war, glaube ich, irgendwas ganz... ja, genau hier. Steigert die Bewegungsgeschwindigkeit leicht und defekter Ewiger verringert die Bewegungsgeschwindigkeit leicht. Total unspektakulär, ja. Das klingt, als ob wir hier irgendwelche Teile für irgendeinen Mega-Roboter oder sowas aufsammeln würden und stattdessen... ja, ist das einfach nur irgendeine Statusveränderung für uns oder für den Feind, je nachdem. So, bin ich jetzt hier schon gewesen? Ja, ich glaube, jetzt sind wir wirklich einmal durch. Genau, das war nämlich der Geröllhaufen, wo wir jetzt nicht weiter durchgekommen sind. Ach Mann, ey, leck mich doch. Ja, sorry. Ich hatte gerade ein bisschen geärgert, weil eigentlich wollte ich die beiden jetzt hier so und ich hatte, also die beiden in den Kampf verwickeln, die beiden Krabbenkrebse hier. Und, okay. Und hatte die Hand ja auch schon so auf dem Anschlag, ja, um diesen komischen Kreis da ins Leben zu rufen. Und dann greift er mich so blöd von der Seite an. Und das hier ist gerade auch ein Überraschungsangriff gewesen, ist natürlich doppelt und dreifach ärgerlich. Also das mit dem Ausweichen hier bei den ganzen Gegnern, das ist gar nicht so einfach. Oh, wartet mal, ich glaube, oh, jetzt bin ich schon wieder die falsche Route gelaufen. Eigentlich wollte ich, wartet mal. Ich glaube, das war nämlich der nächste Weg, wenn ich gegen den Uhrzeigersinn laufe. Hier bin ich gerade angegriffen worden, ne? Da müsste jetzt hier eigentlich jetzt der Eingang sein. Genau, das erkenne ich jetzt ja auch schon am Eingangsbereich. Hier wollte ich hin. Meine Güte, was für eine schwere Geburt, ja? Da will ich ja einfach nur so eine bekloppte Höhle erreichen und da kommen mir die ganzen Gegner hier alle in die Quere. Ja, und schon wieder ein sehr tristes Areal, wie ich finde. Also was heißt schon wieder? Das letzte war ja verhältnismäßig farbenfroh. Wow, unglaublich. Ich habe Gerüchte gehört, aber die sind nicht ohne. Und diese Mauern leben? Wie, sie leben? Das sind doch nur Bilder. So viel zum Thema, das sind doch nur Bilder, ne? Finde ich ja auch schon wieder ein bisschen gruselig, aber auch hier wieder sehr geil gemacht. Ich finde die Gegner hier irgendwie total klasse. Ich muss mal erstmal gucken, böses Wandbild. Muss mal erstmal gucken, was die hier so vertragen oder auch nicht vertragen. Ich würde mal sagen, okay. Also zwei normale Angriffe. Also gut, das sind jetzt auch unsere beiden stärksten Angreifer gewesen, aber... auf den ersten Blick nicht sonderlich schwer, aber man weiß ja nicht, ob die nicht in Massen auftauchen, ob es davon nicht sogar noch Verbesserungen gibt oder so. Okay. Hey, hier ist plötzlich eine Schatztruhe aufgetaucht. Sie erschien, als wir das Wandbildmonster besiegt hatten. Wie das wohl funktioniert?
Mensch, hier stimmt was nicht. Lass uns weitergehen. Das meine ich auch. Ja, es wäre natürlich richtig geil, wenn wir jetzt jedes Mal, sobald wir irgendeinen Gegner umnieten, auch eine Truhe zur Belohnung kriegen würden. Wer oder was bist du? Okay, irgendwas fliegt da irgendwie rum. Irgendwie will ich das töten, auch wenn ich da ein bisschen Ehrfurcht habe davor. Ich hoffe, du hechtest jetzt nicht zu mir rüber, sondern kommst ganz langsam und brav angeschwebt. Falkenauge, okay. Hallo? Ich hab dich doch... Ja, oh. I, guck mal sein Gesicht, ey. Boah, ist das eklig. Also das ist echt so... Ja, so irgendwie so gruselig. Also da kommen irgendwie schon wieder so ganz komische Kindheitserinnerungen hoch. Ich glaube, so diese ganzen einäugigen Viecher, die erinnern mich an irgendein Buch, was ich damals gelesen habe, auch als ich noch viel zu jung war. Aber ich habe schon relativ früh mit Lesen immer damals angefangen, dass ja, ist teilweise ein bisschen ausufernd gewesen, auch was meine Buchwahl anbelangte, weil ich mir von meinem ersten Taschengeld total strebermäßig ganz oft auch immer Bücher damals gekauft habe. Fing irgendwann mit Barbie an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass zwischen Barbie und Stephen King ansonsten nichts mehr dazwischen lag. Und das erklärt vielleicht, warum ich da so ein bisschen traumatisiert bin, was so bestimmte Gruselbilder anbelangt oder bestimmte Themen. Und ich habe ja eine ganz blühende Fantasie, wenn es um sowas geht. Ne? Also das war damals auch der Reiz für mich als Kind, dass das, was man gelesen hat, dass man sich das alles quasi in seinem Kopf erschaffen hat und vorgestellt hat. Ne? Und das ist immer das Schöne. Ich wage mal zu behaupten, also ich kann das nicht belegen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man in jungen Jahren nie gelesen hat, dass es einem dann irgendwann schwerfällt, diese Bilder aufzubauen beim Lesen. Weil das habe ich mir, glaube ich, schon in sehr jungen Jahren irgendwie beigebracht und das bis heute so beibehalten. Aber gut, das soll jetzt hier nicht unser Thema sein. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dadurch, dass wir diesen Ort hier kurz verlassen haben, dass die Gegner hier respawnen, aber irgendwie ist dem nicht so. Man muss hier mal voll aufpassen, dass man diese kleinen Knubbel nicht auslässt, weil man die ja hier auch absuchen kann. Das war in der letzten Höhle, wo wir gewesen sind, irgendwie ein bisschen einfacher zu erkennen, wie ich finde. Aber die Musik ist hier echt wunderschön, auch wenn das so ein bisschen trist ist alles hier. Also klar, diese Farbakzente, die sollen wahrscheinlich hier eher durch die Gegner kommen und die wahrscheinlich auch einfacher erkennbar machen. Hängebrückenpfosten, okay. Auch hier wäre ich so, die Brücke sieht nach stabiler Bauweise aus. Auch hier wäre ich nicht so von selbst drauf gekommen, dass man das hier absuchen kann, weil sich das hier irgendwie überhaupt gar nicht hervorhebt, sondern so ein bisschen... verschmilzt mit der Umgebung. Ja, also hier muss man wirklich ganz genau hinschauen. So, wartet mal, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Wege. Einmal über die Brücke rüber. Muss mich mal kurz ein bisschen nach vorne beugen, um dann nach hinten zu schielen. Ich will hier natürlich nichts auslassen. Ich würde mal eher sagen, wir gehen erstmal hier hin, in der Hoffnung, dass ich jetzt hier gleich eine Sackgasse auch antreffe. Aber auf der anderen Seite sieht mir das erstmal noch nicht so sackgassig aus. Ach, ich erreiche den nicht, weil der so weit weg steht. Na gut, dann probiere ich es vielleicht mal so. Einmal bäm, voll ins hässliche Gruselgesicht. Die sind sowieso total, guck mal, die sehen so ein bisschen kostümiert aus, ne? Als ob irgendwie so ein richtig gruseliges Vieh sich dieses Falkenkostüm angezogen hätte und da, ja, rausguckt. Aber die sind irgendwie total einfach. Also richtig einfach. Ich weiß nicht, ob wir hier schon wieder ein bisschen overpowered sind oder ich glaube aber nicht, dass das so sein soll, weil ich hatte die irgendwie schwieriger in Erinnerung als diese komischen Wandmalereien, von denen ich mich immer noch frage, wie die hier als Gegner auftauchen, ob die, weiß ich nicht, so aus nichts kommen oder ob wir die von Weitem schon erkennen können, weil da irgendeine große Malerei halt irgendwie ersichtlich ist. Ich habe keine Ahnung. So, bei dem wird das jetzt ein bisschen tricky werden. Ach, ich glaube... Ach, Mist, ey. Aber eigentlich... Ich weiß nicht, zählt das als Überraschungsangriff? Nee. Ich wollte gerade sagen, weil vorhin, als dieser blöde Krebs mich da angegriffen hat, aber ich glaube, der hat mich da auch ein bisschen von der Seite getroffen, weil das war beim zweiten Mal ein Überraschungsangriff, obwohl mir eigentlich so war, als ob ich den frontal... als ob ich dem frontal begegnet wäre, aber vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier wuselt gerade noch so ein zweiter rum. Oh, Klug bekommt eine neue Fähigkeit, schwarze Magie Level 5. Welchen Rang haben die denn jetzt überhaupt? 28? Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal angekündigt, dass ich bei 30 so einen Cut machen will, ne?
Also Cut im Sinne von, dass ich dann in Erwägung ziehe, denen irgendwie neue Klassen beizubringen oder das so ein bisschen über Kreuz laufen zu lassen. Oh, und Schuh kann MP absorbieren. Das finde ich gut. Das ermöglicht uns auch. Wartet mal, ich will mal ganz kurz gucken, ob ich ihm das überhaupt schon anlege. Das wird uns dann zukünftig nämlich auch ermöglichen, häufiger mal mit ihm zu zaubern. Kritischen Schaden verstärken. Nee, das kriegt er aber nicht. Das kriegt er nicht, weil mir die anderen Sachen dafür irgendwie jetzt wichtiger sind. Also der hat momentan einfach generell ziemlich viele gute Skills, Fähigkeiten, wie man möchte. Da warte ich dann lieber erst. So wichtig ist das bei ihm nicht. Wir sind da nicht so angewiesen drauf, dass er jetzt hier seine ganzen komischen Schwert des Feuers und alles nehmen kann. So, auf der anderen Seite haben wir auf jeden Fall eine richtig viel noch zu erkunden. Wenn wir jetzt hier noch irgendwie einen weiteren Übergang finden, dann bin ich wahrscheinlich... Ah, guck mal, da hinten sehen wir das. Wow, das ist schon echt ein bisschen gruselig, ne? Also gerade so als Kind hätte ich da irgendwie schon total Schiss. Also ich habe auch als Erwachsener irgendwie schon total Schiss, wenn ich sowas sehe. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie sehr furchteinflößend hier. Kommst du mal her? Ja, du brauchst nicht nach mir zu hauen. Vor allen Dingen nicht, wenn du mich nicht triffst. Oh. Ja, Alter, habt ihr das gesehen? Voll gegen den Kopf. Ey, wie brutal war das denn bitte? Das war ja gerade richtig gemein. Ist ja hier fast schon nicht mehr jugendfrei, ja? Wie er da mit seiner Riesenlanze irgendwie auf den Kopf eines kleinen Jungen abzielt. Na, haben wir ein Glück, dass hier kein Blut spritzt und so, ne? So, du kannst doch viele Waffen werfen, wie du möchtest, Kumpel. Das wird dich auch nicht davon abhalten, jetzt hier elendig drauf zu gehen. Mich nervt gerade, dass ich jetzt hier irgendwie die ganze Zeit gerade ausgehe, obwohl ich hier noch so einen anderen Weg zur Verfügung habe. Aber ich habe bei dem anderen Weg... irgendwie das Gefühl, dass der der Richtige ist. Aber generell scheint das hier nicht so strikt zu trennen zu sein, ne? Weil, weil wir hier so zwei parallel zueinander verlaufende Wege haben. Das war gerade voll kompliziert ausgedrückt. Aber nee, ich hoffe jetzt erstmal hier bis zum Ende. Nee, bis wir das nächste Mal hier entweder einen Übergang finden oder bis halt zur Sackgasse halt. So ist jetzt mein Plan. Und dann gehe ich halt den ganzen Weg wieder zurück. Also ich schätze mal, dass das jetzt nicht der einzige Brückenweg da gewesen ist, den wir da vorhin gesehen haben, wo ich mich entscheiden musste. Hier haben wir auf jeden Fall eine Truhe. Wow, das zieht sich auf jeden Fall ziemlich. Ja, ich wollte eigentlich jetzt schon wieder die Karte aufrufen. Ich muss mir das echt abgewöhnen, ne? Also das ist mir auch bei Infinite Undiscovery damals immer total schwer gefallen, da so zwischen den Spielen hin und her zu switchen. Und da ja The Last Remnant irgendwie am häufigsten kommt im Moment, so projektetechnisch, bin ich immer dazu verleitet, mich so an dieser Steuerung auch ein bisschen zu orientieren, weil ich halt an dem Spiel immer so mit am längsten sitze und meine Zeit verbringe und überhaupt. So, da hinten haben wir die nächste Brücke. Das heißt, ich werde dann gleich da mal rübergehen und den ganzen Weg zurück ablatschen. In der Hoffnung, dass das eine gute Idee ist und dass wir da vorne nicht irgendwas triggern, was uns dann hier rausbeamt und uns nicht mehr die Möglichkeit geben wird, wieder zurückzukommen. So, Kumpel, willst du mich jetzt auch wieder so brutalst aufspießen, indem du mir irgendwie versuchst, meinen Schädel einzuschlagen? Ja, so halb. Die Intention war da, die Ausführung hat nicht ganz so gut geklappt wie bei seinen Kumpels vorher. Eigentlich wollte ich ja euch ja hier auch rausschneiden, aber ich bin gerade immer so in meinem Redeflow drin und bin gerade, wie gesagt, etwas unkonzentriert. Kriegen wir ihn. Ich meine, diese Kämpfe sind ja schnell über die Bühne gebracht. Da waren komischerweise die Gegner, die wir da draußen angetroffen haben, schon irgendwie ein Zacken schärfer. Ich hatte mir auch am Anfang, als ich die so aus der Ferne gesehen habe, so ein bisschen überlegt, welche Magie gegen die womöglich helfen könnte. Aber guck mal, Klug und Giro schaffen im Alleingang nicht so ein Falkenauge aus dem Weg zu räumen, ne? Da brauchen wir schon die Kraft von Manomaro oder von Shu, um das hier zu gewährleisten. Und wow, alle haben eine neue Stufe erreicht. Das ist doch mal gut. Da hat sich das doch rentiert, dass wir unsere Erfahrungspunkte, die wir immer mal so aufgesammelt haben, dass wir die so fair verteilt haben, ne? Muss man ja auch mal anmerken. Ansonsten wäre das so ein bisschen verzögert. Ja, wobei es eigentlich auch nicht schlimm ist, wenn die so versetzten Level abbekommen. Aber es ist halt irgendwie... Ja, ich finde das immer schön. Ich mag das immer, wenn das so ein bisschen einheitlich und synchron läuft und man das hier halt so handhaben kann. So, also beim letzten Mal hier waren, konnte ich in der Mitte noch irgendwas absuchen. Das scheint jetzt hier nicht mehr zu funktionieren. Die Frage ist jetzt, wartet mal da vorne. Das sieht ein bisschen sackgassig aus, oder? Ich glaube, da
könnte ich mal einen Blick riskieren, zumal wir hier auch eine Truhe haben. Was das noch so ein bisschen untermauern würde. Ja, nee. Es geht da immer noch weiter, ne? Ja, es geht da noch weiter. Nichts mit Sackgasse hier. Immerhin habe ich dem jetzt hier eine verpassen können. Wobei das gerade so ein bisschen aus dem Augenwinkel aussah, als ob wir da hinten auch wieder eine Truhe hatten. Ja, ich bin jetzt schon wieder voll verwirrt. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich hier irgendwie mir merke, wo ich schon gewesen bin und wo nicht. Auch wenn die Truhen immer ein ganz gutes Indiz sind. Na, obwohl eigentlich auch die Gegner, ne? Weil dadurch, dass sie ja nicht wieder zurückkehren, haben wir hier eigentlich ganz gute Chancen, dass ich hier alles mitnehme, ohne dass ich irgendwas Wichtiges oder Unwichtiges auslasse. Muss euch ganz ehrlich sagen, so was ich immer nicht so toll finde, ist, wenn wir, ja, Schillernder Wind ist, glaube ich, auch nicht so toll, wenn wir hier irgendwelche Rubine oder sowas finden. Finde ich persönlich immer ein bisschen unspektakulär, zumal wir solche Sachen manchmal auch ja, irgendwo ausgebuddelt kriegen oder in irgendeinem Stein manchmal gefunden haben oder so. Nee. Ach Quatsch, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich wollte eigentlich gucken, was dieser schillernde Wind bewirkt. Da, Zaubereffekte werden abgewiesen. Okay, habe ich mir, glaube ich, auch schon ein paar Mal durchgelesen und das aber immer wieder vergessen. So, ja, da hinten ist Tatsache noch eine Truhe. Was haben wir hier sonst noch? Wow, ich habe noch einen ganzen anderen Weg, da gegenüber gleich abzusuchen, aber das soll mir recht sein. Also ich mag diesen Aufbau hier weitaus mehr, auch wenn wir hier zwei solche, zwei Wege haben im Grunde genommen, mag ich das trotzdem viel, viel mehr als diese ganzen großflächigen Gebiete. Oh, ah, eine Sackgasse. Ich schätze, wir müssen zu dieser Hängebrücke zurück. Wow. Ey, danke, liebe Entwickler, dass ihr mir diesen Hinweis gegeben habt und mir nahelegt, wie ich eine Sackgasse zu definieren habe. Die Herzensgüte dieser Entwickler ist echt unglaublich. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade in diesem Kampf mal probiert, einen Feuerzauber auf den loszulassen. Und gegen Feuer scheinen die nicht sehr empfindlich zu sein, denn ja, ein Feuerchen hat es nicht geschafft, diesen Gegner irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und das heißt, beim nächsten großen Zauberexperiment werde ich mich dann mal ja, an einem anderen Element probieren. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich über diese Sackgasse. Es ist schon wieder so ein, ja, so ein Häkchen, was ich da setzen kann hinter meine imaginäre Ablauf-To-Do-Liste oder wie auch immer man das nennen möchte. Und jetzt haben wir erstmal einen ganzen Weg, den wir zurücklaufen können. Und auch das muss irgendwann in eine Sackgasse münden, wenn wir hier nicht mehrere Stockwerke haben, denn wir bewegen uns jetzt quasi wieder in Richtung Ausgang zurück. Und da haben wir von der anderen Seite vorhin auch schon ein paar schöne, schöne Truhen gesehen. Ja, und wir sollen jetzt nach Gibraltar. Ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, wir hatten noch... Ach ja, ich habe gerade versucht, so diese ganze Teilter-Geschichte nochmal so Revue passieren zu lassen. Da war ja noch dieser Kampf vorm Gasthaus mit diesem einen Typen, den ich angesprochen habe, wo ich mich so... Ach so, wo ich mich so ein bisschen erschrocken habe. Jetzt habe ich mich auch gerade ein bisschen erschrocken. Denn das habe ich gerade nicht kommen sehen, obwohl wir dieses Vieh vorhin aus der Entfernung irgendwie schon erkannt haben. Aber das, ja, da muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Wir haben es immerhin gehört. Also ich habe es irgendwie gehört, bevor ich es gesehen habe. Was macht der? Wandbild fängt an zu tanzen. Okay, das sieht noch etwas, etwas hölzern aus, wenn ich ehrlich bin. Du tanzt ungefähr so, lieber Gegner, wie ich mir Giro vorstellen würde, wenn der mal tanzt. Ich glaube, das könnten klug und weniger ist mehr. Das könnten klug und Schuh, glaube ich, besser, auch wenn das bei Schuh wahrscheinlich nicht allzu grazil aussehen würde. Okay. Schau, hier ist noch eine Schatztruhe aufgetaucht. Vielleicht erscheint jedes Mal, wenn wir ein Wandbildmonster besiegen, eine Schatztruhe. Dann sollten wir sie alle fertig machen. Nein, Shu, dazu haben wir keine Zeit. Wir müssen weiter. Oh ja, in Ordnung. Also ich bin da voll auf Shus Seite, ne? Also ich würde ja jetzt hier nicht irgendwie knauserig sein. Ich frage mich nur gerade, wo diese Truhe jetzt erschienen ist. Ach, da hinten. Aber sind wir da nicht hergekommen? Okay, warte mal, bevor ich das jetzt wieder vergesse, will ich zuerst mal gucken, was weniger ist mehr bedeutet. Gegenangriff starten, eigene TP herstellen und Statusleiden heilen. Erhöhe Chance auf kritischen Treffer. Oh Mann, ey, das ist echt... Ach nee, warte mal, ich habe gar nicht geguckt, was das Neue jetzt überhaupt bewirkt.
Je weniger Ausrüstung du trägst, desto höher ist deine Kampffähigkeit, wie ich gerade schon angefangen habe zu stottern. ja. Nee, ist doch voll doof, oder? Nee, das will ich sowieso nicht. Also da bin ich jetzt auch nicht traurig drüber. Aber so langfristig gesehen ist das natürlich schon ziemlich uncool. Mit den wenigen Slots, die wir haben. Da sollte ich vielleicht irgendwann... Ja, lupenreiner Rubin, das ist das, was ich vorhin meinte. Diese ganzen Rubine und Smaragde und Topasse und überhaupt die... ja, weiß ich nicht. Die lösen in mir keine Glücksgefühle aus. Da habe ich mehr so einen tollen Aha-Effekt, wenn die Truhe an sich irgendwo spawnt oder erscheint, ja. Jetzt, wenn ich dann irgend so einen Rubin mitnehme. Aber auch ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was die bewirken. Könnte ich ja eigentlich mal nachgucken. Einmal nur ganz kurz. Ihr wisst das vielleicht noch. Ach so, das sind diese ganzen Angriffsdinger gewesen. Ja, gut. Bewirkt bei allen großen Wasserschaden. Ja, das könnte man irgendwann mal nehmen, weil Giro, die Pfeife, die kann ja jetzt im Moment irgendwie sowieso kaum irgendwas Tolles leisten als Weißmagier. Könnte man bei ihr irgendwann mal in Erwägung ziehen. Oh, guck mal, da sind zwei Wandbilder. Heißt das jetzt, dass wir dann auch zwei Truhen dafür bekommen? Ich frage mich gerade, weil die sind gerade so nebeneinander gewesen. Ich frage mich, ob ich die jetzt auch in einen Kampf hätte verwickeln können. Ja, muss ich beim nächsten Mal, wenn wir die Chance bekommen, nochmal erproben. Ich glaube irgendwie nicht, dass das geht, oder? Na, obwohl, warum eigentlich nicht, wenn die im Kreis sind und dann auch hintereinander wegzubekämpfen sind? Ach, was weiß ich. Oh, ich wollte gerade schon wieder zum Angriff übergehen für die nächste.